Andreas Feuerer ist seit über 20 Jahren Schornsteinfegermeister. Seine Aufgabe: Besichtigung der Feuerstätten, also der Heizungen und Kamine. So wie heute in Langenargen. Eine Bauabnahme steht an. Der Bauherr hat im letzten Jahr das Haus seiner Mutter übernommen und die Räume mit Hilfe eines Architekten komplett neu gestaltet. 300.000 Euro hat er investiert. Dazu gehört im Wohnzimmer dieser Kamin. Feuerer überprüft, ob diese Feuerstätte dem Brandschutz entsprechend eingebaut worden ist. Der Bereich von der Feuerstätte nach vorne muss mindestens 50 cm haben. Und wenn man jetzt auf den Meterstab schaut, haben wir 53 cm. Also der Ofenbauer bzw. der Fliesenleger hat es akkurat so ausgeführt, wie das auch sein muss. Alles richtig gemacht beim Kamin. Sollten beim Holz nachlegen ein paar Funken oder brennende Holzstückchen herausfliegen, entstehen keine Brandspuren im Parkett. Deshalb sind auch seitlich von der Kaminöffnung 30 cm Abstand gefordert. Doch Feuerer ist mehr als ein penibler Abstandsprüfer. Er ist auch Bauberater. Das wird beim Einbau der neuen Dunstabzugshaube deutlich. Er hat den Bauherrn schon bei der Planung darauf hingewiesen, dass er am Fenster eine Sicherung einbauen muss. Denn wenn Kamin und Dunstabzugshaube gleichzeitig Luft aus dem Raum saugen, kann es gefährlich werden. Und um dies zu verhindern, ist darauf zu achten, dass eben in Verbund von einer Lufthaube und einer Feuerstätte immer eine Sicherheitseinrichtung am Fenster vorhanden ist. Das heißt, die gewährleistet, dass der Dunstabzug nur in Betrieb geht, wenn das Fenster in Spalt gekippt ist und damit eben Sauerstoff und Luft von draußen nachströmen kann. Weiter geht es zur neuen Gasheizung im Keller. Er überprüft die Abgaswerte, zukünftig alle 3 Jahre. Entscheidend ist der CO-Wert. Der beträgt gerade mal 1/10 des erlaubten Grenzwertes. Die Heizung ist umweltschonend und effizient. Bei den Gasfeuerstätten ist eher so, dass sie entweder sehr gut sind oder dann schlagartig sehr schlecht sind. Also die Anlage läuft wirklich so, wie es sich gehört, einwandfrei. Also von der Einstellung her prima. Andreas Feuerer hat die Umbaumaßnahmen in diesem Haus von Beginn an begleitet. Auf seinem Rat hin hat der Bauherr außerdem den Beginn der Baumaßnahmen auf Mitte August gelegt. Denn ab dem 1. August 2015 wurde der Förderbetrag für den Einbau neuer Heizungsanlagen noch einmal angehoben. Der Hinweis war wichtig, denn wegen des Eigentümerwechsels war der Bauherr gesetzlich gezwungen, die alte Ölheizung durch eine neue zu ersetzen. Und um die vollen Fördergelder zu bekommen, war eine zweite Maßnahme gefordert, in der mindestens 15% des Gesamtbedarfs über erneuerbare Energien verbraucht werden. Und da wären wir wieder beim Kamin, Entschuldigung, Grundofen, der 30% der Grundfläche beheizt. Das heißt also, die Wärme geht eben nicht über Raucher sofort in den Schornstein verloren, sondern wird in diesem Speicher, in diesem gemauerten Zug noch lange aufgeheizt bzw. vorgehalten. Und damit kann mir diese Feuerstätte über einen langen Zeitraum die gespeicherte Wärme wieder abgeben. Und eben aus dem Grund ist sie dann auch als Alternative für dieses erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg anwendbar. Die aufwendigen Umbaumaßnahmen haben sich also gelohnt. Der Bauherr bekam einen zinsgünstigen Kredit über 100.000 Euro und ihm werden 12.500 Euro erlassen. Und der Schornsteinfeger hat überall seinen Haken dahinter gesetzt. Jetzt kann der nächste Winter kommen.